Kori, willst du mal sehen? Hier, Modepolizei. Modepolizei? Fersenfrei. Polizisten mit Fersenfrei. Das ist ekelhaft. Ekelhaft. Ich finde, so weit sollte es nicht gehen. Das sollte verboten werden. Sowas! Darf werden, sanktioniert. Ballert die weg! Ja, ey, was passiert hier eigentlich? Wir haben uns nicht vorbereitet, oder? Nee, wir haben uns hingesetzt und spielen ein bisschen Polizei. Das ist geil. Ja, ich hab Spaß. Ich sehe nichts mehr. Warum? Es kann auch nicht so schwer sein, Polizei zu spielen, oder? Ja. Also das bedeutet wirklich, Micha Bros heute Polizei. Du bist in der Rolle des, Auszubildenden, ne? Nein, ich bin ein erfahrener Bulle. Nee. Die Leute kennen mich auf der Straße. Nein. Sie haben Furcht, sie haben Angst. Du bist Dulli. Wenn ich die Autobahn betrete, zu Fuß wohlgemerkt, dann stoppen die Autos. Und Alter. Hey, du hast gar keinen Bart und nimmt dich überhaupt keiner ernst. Such dir mal lieber einen Bart aus, damit du ernst genommen wirst. Aber du. Ja. Was ist ein richtiger Bullenbart? Um mich mal beschützt zu sagen. Ist es vielleicht so ein bisschen die Variante. Der Mexikaner? Das ist doch eher hier so ein bisschen. Wie war das nochmal? Wilder Westen. Was war nochmal vor der Weimarer Republik? Kaiserreich. Scheinfeind, so. Meinst du? Ja, ja. Die Dinos sind schon lange aus. Ich bin auch so Schnubbi. Du machst Kaiserreich. Guck mal. Hast du was für mich ausgesucht, ja? Ja, ja. Okay. Finde ich gut. Wo ist deine Mütze? Meine Mütze ist, mir hing immer dieses komische Gebimsel ins Gesicht, deswegen habe ich das einfach mal. Ja, das geht nicht, du brauchst die Mütze. So. Du kannst höchstens mal die Sonnenbrille absetzen. Ja. Höchstens. Nee, die macht nur, wenn man Leute observiert, ne, dann macht man so. Wie hält das denn bei dir, dieser Bart? Wie machst du das? So semi, ne? Der wird im Laufe der Sendung abfallen, aber es war ja nur für den Eingangsgag sozusagen. Hast du Haftcreme? Ja. Also ich bin gespannt, ich weiß nichts von dem Spiel, kann man da Leute. Töten, ja. Ja? Ja, klar, ist Polizei. Also ich meine, das spielt ja in Deutschland, auf deutschen Autobahnen sozusagen, da ist das Usus, dass man auch mal hinterherballert sozusagen. Meine Vorstellung, weißt du eigentlich, dass ich schon mal einen Social-Media-Vortrag bei der Polizei Hannover gemacht habe? Und da war das wirklich so, dass die alle richtig wild waren zu töten. Echt? Ja. Es geht ja darum, dass du wirklich Recht und Ordnung auf die Straßen in Deutschland wiederbringst, Micha, deswegen bist du hier. Mhm. Du machst das ja quasi mit der vollen Rückendeckung des Gesetzes. Ja, richtig. Aber ich finde es auch immer geil, wenn man quasi auf einem Zettel die Autorität ausgeschrieben bekommt. So, das holt das Beste im Menschen hervor. Ne? Wenn man einfach gesagt bekommt, komm, du darfst bestrafen sozusagen. Offiziell. Hausdurchsuchung. Deswegen wollte ich immer Polizist werden, aber mich bin dann gescheitert an diesen Turnübungen, die man da machen muss. Und einfach nur, dass du Bescheid weißt, was das Gesetz kann. Ich bin das Gesetz! Da geht nämlich einiges. So, jetzt arbeite ich hier. Unser Vorbild. Judge hat schon wo hat Judge aufgeräumt? In Amerika? War das Amerika? Es war Amerika. So, wir machen das jetzt in Deutschland. So, da geht's los. Da bist du. Okay, was sind das für Schuhe? Ja, ich bin ja ein Neuling. Du bist privat. Leisure. Alles klar, aber ich bin jemand, der schon immer Polizist sein wollte, sozusagen. Du bist, musst es dir vorstellen. Das ist exakt das, was du willst. Also normalerweise laufe ich im Alltag auch schon Cosplay-Polizistenmäßig rum. Du bist ein Cosplay. Hab ich jetzt quasi, weil ich jetzt Azubi bin, nochmal normal angezogen. Du hast wenig Freunde. Also die Frisur gefällt mir nicht. Was hat er für ein komisches. Aber komm, wie obszön dein Kollege steht. Der hat richtig Schön, Bock. Dass man mich nicht vergessen hat. Wie könnten wir? Dein letzter Tag im Dienst hat sich allen schmerzhaft ins Gedächtnis gebrannt. Ja. Geht mir nicht anders. Manche von uns hätten nicht gedacht, dass du nach dem Unfall noch wiederkommst. Also ich habe das nicht verstanden. Das heißt, ich war schon mal auf der Wache. Du warst natürlich. Dann hat mich irgendein Auto gerammt, rübe vor die Stoßstange und dann weiß ich jetzt nichts mehr und bin deswegen wieder Azubi. Die haben dich in die Kolonie reingeworfen, in die Polizeikolonie und hast alles wieder vergessen hier. Damn mich, ey. Aber das. So war das. So ist das nämlich passiert. Ja, ganz genau. Sprich ja mehr mit den Leuten. Also Polizistzeit ist auch mehr so. Wie gehe ich denn? Ja, du gehst geil. Alter. Du gehst halt. Oh yeah. Oh, Leute, schau. Oh yeah. Es ist so ein bisschen sexy, aber Hüftprothese, ne? Ja, wirklich. Hammer. Zweite Knie. So. Was? Achso. Schön, dass du wieder zurück bist. Wir haben dich hier echt vermisst. Lass uns aber später reden. Du hast jetzt ja sicher noch zu tun. Das mache ich. Bis dann. Geiles Gespräch. Wir waren mal ganz eng befreundet. Ja, sprich mit dem Girl. Bestimmt hast du mit ihr mal was gehabt. Ja, kann man mit Menschen was haben hier? Ja, klar. Natürlich. Hey, was geht? Aktuell ist nicht wirklich, was passiert. War sie vielleicht auch irgendwie im Unfall verwickelt, wie sie aussieht? Ich weiß es nicht. Links in die Küche. Hä? Aber ich will in die Tür auf. Nee, links in die Küche. Hier, da, Kaffee. Hier ist die offene Küche. Ja, Kaffee und Donuts. Dekadenz hier, das ist kein Wunder. So, lecker.
hab, 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 hab. Direkt in die Blutbahn, das Blut, den leckeren Zucker. Ne? Wenn du nicht so fett wärst, wäre das nicht passiert. So nämlich. Sehr gut, deswegen. Ja, okay, du hast alles durchgeplant, ich merk schon. Ja, ja. Okay, sonst kann man hier nichts machen außer Donuts essen oder was? Wo gibt's den Kaffee? Naja, ich weiß nicht, also Donuts essen ist ja schon mal ganz geil. Ja, aber Kaffee trinken muss da sein, ne? Eigentlich schon, aber das ist schon der Realismus, den wir brauchen. Du darfst so nicht zum Chef. Du brauchst erst die Uniform. Das hast du alles vergessen. Ah, okay. Ja, alles klar. Was soll der Chef hier ist die Uniform oder was? Ja, da im Umkleideschrank. Oh, das ging ja schnell. Okay, das sieht gut aus. Mit der Handschnelle da am Hintern, das finde ich immer das Beste. Dass da irgendwas bimselt. Ja, hier kriegst du jetzt. Hier, das macht einen letzten Endes. Schaut euch das an, Leute. Einmal groß, schaut es euch an. Damit. So, hier, das ist hier die Macht, die uns zusteht. Ganz geil. Okay, so. Die Macht. Vielleicht sprichst du mich jetzt. Vielleicht hat das quasi. Jetzt habe ich eine Uniform an. Vielleicht sprichst du jetzt mit mir. Ich hätte dich wieder. Was gibt's denn so Neues? Aktuelles, nicht wirklich, was passiert? Dann komme ich wohl ein anderes Mal wieder bei dir vorbei. Oh Mann, yeah. Da fliegen die Funken, alles klar, dann. War irgendwas los in letzter Zeit? Aktuell ist nicht wirklich was passiert. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Aber ist das typisch eine Polizeirevier? Ich glaube, da passiert ständig was, aber der Aktenstapel geht immer höher. Und dann sagt man sich, nee, ist nichts passiert. Aber wie geil, sie standen ja eben auch schon hier. Ich gehe einfach nochmal hin, ist was passiert? Ist jetzt was passiert? Nein. Der Chef wird dich schon jetzt hier, der wird dich schon einweisen. So, was geht hier eigentlich? Sprechungsraum. Guten Morgen, Chef. Haben Sie sich gut erholt? Es geht mir wieder gut. Hat nur leider etwas gedauert. Allerdings würde ich mich gleich noch besser fühlen, wenn Sie mich diesen Fall übernehmen lassen. Ich will den Rasern das Handwerk legen. Sie haben noch nicht genug Erfahrung, um es mit den Verantwortlichen aufzunehmen. Womit soll ich dann anfangen? Ich habe vorhin eine Meldung über ein gestohlenes Fahrzeug reinbekommen. Das wäre ein guter Einstieg. Alleine? Sie zwei arbeiten von jetzt an zusammen. Oh nein. Okay. Was ist mit... Jetzt komm schon. So unerträglich bin ich nun auch wieder nicht. Auf geht's. Aber brennst du jetzt nicht richtig? Brennst du jetzt nicht richtig, wieder zurück auf die Straße zu kommen? Ja, unbedingt. Ey, ich find's richtig geil. Und das ist mein Kollege hier, oder das was? Das ist dein Kollege. Aha. Aber keine Sorge, ich bin ja auch noch dabei. Falls er uns aufmerksam wird, dann schlagen wir den die Zähne aus. Kann man ihn aus dem Auto schubsen, wenn er einen nervt? Ja, okay, auf jeden Fall. Alles klar. Wir suchen also eine Raserbande. Das heißt, es ist eine organisierte Bande, die sich aufs Rasen spezialisiert hat. Ja, ja. Die gesagt haben, heute rasen wir heute wieder. Heute rasen wir. Aber vielleicht ist es auch so, dass die Rasen aussehen, weißt du? Ja. Die fahren gar nicht Auto. Ach so, ja. Die haben nur Zierrasen. Ja, das ist sehr gut, ja. Meistens hier in die Augen. Zierrasenfreunde Eppendorf. Ja. So, wo ist denn mein Auto hier? Ja, auf dem Hof, hinten. Ah, du bist ja vorne. Wo ist mein Kollege? Ach da. Das ist so geil, wie du alleine, wie so ein richtiger Dulli einfach in das Haus abcheckst. Oh, schleichen. Ah, yes. Wie gut. Läuft denn der Dude? Ich freue mich, freu mich richtig auf den ersten Einsatz. Das ist deine Karre. Da hast du alles drin. Ist er schon drin? Oh, nein. Nein. Hä? Nein, direkt in die Hölle abgeglitscht. Was zur Hölle? Da sind wir wieder und wir steigen jetzt ins Auto ein. Diesmal schaffen wir es. Rums. Okay, mir gefällt die Karre schon mal. Die ist super. Die ist super, aber ein Kombi? Also fährt man als Polizist ein Kombi, wenn man seriös sein will? Und ist so. Furchtgebietend. Erstens brauchst du ganz viel, also als Verkehrspolizist brauchst du ganz viel Kram. Brauchst du diese Poller, diese Absperrpoller. Ja, stimmt. Lampen. Hier, du brauchst auch so Kellen, ganz viele große und kleine Kellen brauchst Knüppel du. Hinten rein. Knüppel rein. Ist oben hin gefüllt. Hier ist ganz wichtig, seht ihr das? Das ist grün, muss leuchten, aber das Rot nicht. Ist ganz wichtig. Rot darf niemals leuchten. So. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie man fährt. Muss ich irgendwas machen? Herr Vollgas. Ah. Leute, Einsatz! Die Micha-Bros kommen! Was war, Fahrzeug gestohlen? Fahrzeug gestohlen. Ja, da kann man schon mal Blaulicht anschmeißen. Ja, der soll abhauen. Wir sollen uns direkt merken, dass wir kommen. Kann man noch an eine Raststätte fahren und so ein richtig schönes Schnitzel essen? Natürlich. Ja. So, da vorne ist er. Den musst du anhalten. Du kennst noch mal, also weißt du, was du machen musst. Schultertasten. Dann Fahrzeug anhalten auswählen. Und dann steht das auch auf deinem Display oben. Ja, so. Fahrzeug anhalten. Ja, genau. Kein Fahrzeug in der Nähe. Nochmal? Ja, mal nochmal. Ja. So, folgen. Anhalten. Komm. Muss vor dem Bremsen jetzt. Vor dem Bremsen. Aha, okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt kommt Warum ist denn da einfach ein Strandkörper? Ja, das ist geil. Das ist geil einfach. Rein da jetzt. Woo! So, jetzt aber. Jetzt geht's ab. Pass mal auf. Junge, jetzt erzähl ich dir mal was. Wo ist die Waffe?
Ich kann wieder töten, jetzt hat mein Leben wieder einen Sinn. Toll! Ja, aber wie? Ich will töten, aber wie? Ja, hinter jetzt zum K. Okay. Geh zum K. Raus mit dem. Hallo, guten Tag. Wieso haben Sie mich angehalten? Ich würde gern Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen. Ist ja wohl ein Drogendealer. Stimmt das? Enrico Müller? 95 geboren? Enrico Müller? Ja, doch, Enrico passt vielleicht. Müller, weiß ich nicht so genau. Nee, das passt doch nicht. Enrico auf Olga Müller. Ist der angemeldet, das Auto. BML QO7460. Wo ist denn BML? Wo ist München Ladbach oder was? Wo soll das denn sein? Das glaube ich ihm nicht. Nee, das ist alles falsch. Vergleich mal Gesicht mit Gesicht erstmal. Und die ganzen Felder sind da auch komplett gar nicht ausgefüllt. So, das ist ein Falsch. So, das heißt, er hat ja eigentlich gar nichts drin. Er hat nichts zu melden. Das ist überhaupt für den Befehl, das jetzt erst auf. Was ist denn das für ein geiler Fahrzeugschein? Da ist einfach nur sein Name drauf. Ja, ja. Haben Sie Drogen oder andere Rauschmittel konsumiert? Nein, so ein Unsinn. Aha. Haben Sie? Okay, jetzt mal ohne das jetzt mal genauer zu untersuchen. Ist dieser Mann auf Droge? Ja! Sie kommen doch aus Holland! Muss ich sie einfach ankreuzen oder was? Mund schmatzen? Schmatzt man, wenn man Drogen genommen hat? Ist das so? Nein. Lecker Bierchen, lecker. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, wie das hier. Das ist zur Hölle. Drogentest, so. Ja. Drogentest. Hast du gedrückt halten. Wird bearbeitet. Guck mal, wie der aussieht. Negativ. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder eine knallrote Rübe vom Schnaps trinken. Ja, wirklich. In Ordnung, das glaube ich Ihnen. Mann, das stimmt gar nicht. Fahrzeug untersuchen, Alkohol. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Natürlich, kein Problem. Er hat definitiv Säuferstreifen. Was soll das denn sonst sein? Ja, wirklich. Nicht. Fahrrad nicht alles getrunken. Alles in Ordnung. Sie haben wirklich nichts getrunken. Das kann doch nicht mehr Fahrzeug untersuchen. Der kriegt eine Harte. Ich werde Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Sie einen Moment. Aha, und jetzt? Achso. Profiltiefe-Check. Dass man hier nicht grundlos die Waffe ziehen kann, das stört mich einfach. Das stimmt. Grad so. Ah, guck mal. Er hat Müsli und Wein. Das ist verdächtig. Müsli und Wein. Das heißt ja im Grunde, er kippt sich den Wein schon ins Müsli. Weißt du, was das heißt? Kiffer. Das heißt übelster Alkohol. Übelster Kiffer auch. Übelster Kiffer, wie du sagst. Ja, der frisst Müsli. Ja, das stimmt. So ein Hippie, ne? So ein Hippie. Übelster Kiffer. Einer dieser Hippies. Ja. So. Check da mal, der hat was dabei. Ja, der hat sich eine Mische gemacht. Nee, der hat was dabei. Das ist eine typische Festivalmische. Ja. Weißt du? Ja. Alles voll mit MDMA da drin. Mhm. Der hat was dabei. Wie mache ich denn das jetzt hier untersuchen? Befunde ein- und ausschalten. Keine Menge festgestellt. Du bist wirklich der genaueste Polizist. Ich liebe dich dafür. Was ist das hier? Das? Eine Wasserwaage? Warndreieck vielleicht. Ach, Warndreieck oder was? Ist vorhanden. Ach, so ein kleiner Klugscheißer ist das. Hier, guck mal, mein Warndreieck. Ich bin ein solider Bürger. Wir müssen den sanktionieren. Doch vorher sanktionieren wir euch mit dem Einsatzstock. Ist echt so. Er muss uns doch irgendeinen Grund liefern können, um ihn abzuführen. Ja, bitte. Da ist der 4.21. Der ist so abgelaufen. 30.04. Ja, okay, wir können die Waffe ziehen. Ich hoffe, wir haben so einen richtig miesen Kerker bei uns in diesem hässlichen, eh schon miesen Gebäude. Ey, weißt du was? Wo es schön von der Decke tropft und wo es nur, weiß ich nicht, abgelaufene Currywurst gibt. Ich liebe sie dafür. So, da bin ich wieder. Wir sind fast mal bitte fertig. Den Führerschein. Fahrzeug und das, achso, haben wir jetzt ja eigentlich, ne? Können wir jetzt quasi das sagen, ey, ihr Verbandskasten ist gedingst? Ich werde Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Sie einen Moment. Hä? Aber hier machen wir nochmal Profiltiefe des Autos. Profiltiefe. Achso, muss ich auch noch? Als wenn das jemals ein Polizist gemacht hätte, doch, so, ne? Doch, du machst das. Ist ausreichend. Ausreichend, aber auch vorne. Reifendruck sozusagen, aber auch vorne. Ist auch vorne das ausreichend? Alter, der mieseste Korinthenkacker-Polizist der Welt, ey. Aber andere Seite ich auch. Ich sehe hier Dreck in Ihrem Profil im Reifen, da haben Sie gar keinen Grip mehr. Verhaftung. Verhaftung, B. So kann ich Sie nicht weiterfahren. So. Aber warum denn? Das ist doch pure Schikane. Dennoch muss ich sie leider mitnehmen. So, du kleine Koksnase, jetzt kommst du mal mit in den Kerker. Es wurde fälschlicherweise eine Verhaftung ist nie fälschlich. Nee, wirklich nicht. Das ist ja, das geht ja quasi, das macht man aus dem Herzen. Verfolgungsjagd, siehst du, der will fliehen. Alter. Vor das Flugzeug fahren und es ausbremsen oder du rammst das Flugzeug, bis der Fahrer aufgibt und stehen bleibt. Ja. Letzteres, oder? Ja, klar. Alles klar. Ja! So. Ja!
Inspektor hat geholfen! Ich nehme Sie wegen versuchter Flucht und Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer fest. Hm. Warum hat er den Helm auf? Warum hat er den Helm auf? Ja, das ist strange. Ja. Den Drogentest kannst du schlecht noch machen, aber wir werden natürlich ordentlich durchtesten bei uns im Revier. Mit Waterboarding? Nein, sowas machen wir nicht. Nein. Wir geben ihm die Drogen und gucken, ob er es geil findet. Und dann wissen wir, ob er es halt geil findet. Und dann ist er süchtig, offenbar. Ah, verstehe. Das heißt, du gibst ihm Heroin und wenn, ja, wenn er dann lacht und sich freut und gut drauf ist, dann weißt du, ja, ganz klar. Also das ist ja wie der Hexentest. Ein ordentlicher Bürger würde Heroin ausspucken. Das ist ja wie der Hexentest. Hm? Das ist ja wie der Hexentest. Der Hexentest, ja. Ja, das war auch ein guter Test. Der wurde aus seltsamen Gründen abgeschafft, aber der hat auch funktioniert, ne? Die haben immer gestanden. Die hat immer. Genau so ist es auch bei unserer Wache hier. Perfekt. Ja, super, dann freue ich mich schon drauf. Ah, oh, cool. Der Mann ist schuld. Der Mann ist schuld! Hey! Du bist festgenommen. So. Ah, so ist es. Genau. Man kann echt was kaufen, wie geil. Ei, darf es ein Kaffee und ein Donut sein? Oder zwei? Dieses Schwein mitkommen. Hier. Donut nach Rabatt fragen. Ja. Empathie Level 1. Frag nach Rabatt. Du kannst diese Fähigkeit nicht erlernen. Empathie nicht erlernt. Alter, wie mies ist das denn? Empathie für einen Polizisten heißt ja im Grunde nur dominante Ausstrahlung. Korrekt. Sozusagen. Ne? Und dann gibt er einem Rabatt aus Furcht. Aus Furcht? Aus Furcht, ja. Dann hau ihn mal. Ja, verabschieden. Verabschieden steht für erschießen. Ich hätte echt gerne einen Donut. Den sollen Sie bekommen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Er ist recht unterwürfig. Mag, dass immer dein Crutch gezeigt wird, wenn wir also Dialogen. Ja, das man immer sofort. Diese Waffe könnte jederzeit losgehen. Na, wie wär's jetzt mal mit dem richtigen Mann, du kleines Arschloch? Ja, Szene aus Rotor, als Männer noch männlich waren und das auch zeigen durften. Also, ganz stolz sozusagen. In ganz stolz, ja. Guck mal, was ich vorzuweisen habe. Diese Männer waren nicht toxisch, die waren einfach nur männlich. Ja eben, durften doch schön sein. In ihrer Männlichkeit. So. So. Wo ist sie? Wo ist sie jetzt? Lady Officer. Lady Officer, hier bin ich wieder. War irgendwas los in letzter Zeit? Momentan nichts. Ist ziemlich ruhig zurzeit. Dann komme ich wohl ein anderes Mal wieder bei dir vorbei. Wie findest du die Beziehung zu ihr? Oh ja, das ist auf jeden Fall schon, ist routiniert. Routinierte Beziehung sozusagen, ne? Aber das kann ja auch so, stetig Wasser hüllt den Stein. Wenn wir jeden Tag dasselbe Gespräch führen, dann kann sie es nicht mehr missen, weißt du? Dann will sie sagen, nicht. Ich muss dieses einmal gesagt haben. Hier, guck mal. Eine Tankstelle wird überfallen, vielleicht die, wo wir gerade waren. Ja. Oh, das ist doch unser Freund. Ja, warum? Der hat uns einen Rabatt fast gegeben. Okay, muss die Verfolgungsjagd zuerst machen. Ja. Der erste Verfolgungsjagd, dann überfallen. Straßensäuberung, klingt auch gut. Straßensäuberung. Gut. Dann muss es wohl die Verfolgung. Ich habe hier einen Liter Antrax dabei. Straßensäuberung, wenn es geht. Oh, yes. Die Waffe runter, komm hin. Und dann kriegst du die rüber. Hey, das war Straßensäuberung, so stelle ich mir das vor, genau. Ja, einfach runter, dann kickst du die rüber. Spielstraßensäuberung, so muss man es dann nennen. Jetzt gut. Kommen wir, ja, achso, geht nicht, ne? So, bin schon wieder dumm. Ich würde mich auch freuen, wenn jetzt Leute, die echt diesen Berufsstand des Polizisten, der Polizisten... Ob das so realistisch ist. Genau, ob die einfach bitte das verifizieren können, dass wir es alles korrekt machen. Bitte jetzt kommentieren. Bitte schreib, ja, ich übe den Beruf aus, es ist korrekt so. Ein guter Polizist zeichnet sich aus durch mehrere Aspekte. Aspekt Nummer 1? Ja, immer eisenhart sein, ne? Aspekt Nummer 2? Immer schießen. Aspekt Nummer 3? Alkohol im Straßenverkehr. Ist toll. Korrekt. Also fahren wir nach Navi, weil wir zu dicht sind. Ja. Wir sind zu dicht. Exakt, ich kann ja links und rechts gar nicht unterscheiden. So. So ist es. Ich hatte mal einen Berufsschullehrer, ey, der hat immer so nach Fusel gerochen. Wirklich. Ja, echt? Ja, wirklich. Und war er dein Held damals? Oder? Er hat Typografie mir beigebracht. Typografie. Berufsschullehrer, ist aber auch ein hartes Pflaster, ne? Das ist ja im Grunde fast wie Polizist. Hast im Grunde nur mit Leuten zu tun, die... die richtig gut sind. Die auf jeden Fall kriminell sind. Ja, natürlich. Tendenziell. Wie viel hast du gedealt in der Schule früher? Ich habe tatsächlich mit Raubkopien, glaube ich. Ja, ich auch. Jemals. Wie viel hast du gemacht? Wie viel Geld hast du am Tag? Wie viel Geld hast du am Tag gekriegt? Gar nicht so viel. Die haben das alle umsonst bekommen von mir. So. Aber manchmal haben sie mich einen Schluck Bier trinken lassen oder so. Ja. Mhm.
LSD-Bier. Ich habe einen Schluck Bier trinken lassen. Damit haben sie sich gefügig gemacht, ja? Ja, ich war ja 8 oder so, keine Ahnung. Das ist aber auch, also man fährt hier wirklich genauso, man kann ja auch nichts, ich bin gerade ein bisschen verzweifelt. Das ist so richtig so eine grüne Einöde und man fährt immer nur hin und her. Das ist Polizei. Du kriegst mega den Koller irgendwie. Ja. Wir kriegen jetzt schon Koller im Dienst. Koller im Dienst. Koller im Dienst ist dann die Überschrift hier. Koller im Dienst, das ist gut, das ist eine sehr gute Überschrift. Ist er jetzt, ist er rausgefahren? Nee, der ist doch vor dir. Wird jetzt wohl mal da vorne sein, so. Direkt vor dir. Ohne Blaulicht. Burschi, ne? Ja, ne? Also jetzt weißt du aber, was hier geläutet hat. Keine Uhr. Die Todesglocken. Ja, so nämlich. Die Autobahnpolizei. Todesglocken. Wollen Sie rammen den? Ratz. Das ist die Härte des Gesetzes. Ich bin das Gesetz. Was? Der fährt weiter? Immer noch. Ist er das? Ja, okay. Hast du den so richtig hart gerammt? Das hat ihn gar nicht gestört, ne? Gar nicht. Er fährt auch ganz gemütlich weiter, ne? So, lololololo. Ja, aber warum? Was ist mit unserer Karre los? Warum fährt die so scheiße? Warum haben wir kein Nitro drin? Exakt, oder diese komischen, die Reifen aufschlitzen. Die, so, so Nägel. Nägeldinger. Nägeldingsies. Also jetzt anhalten, mieses Schwein. No, ja. Nur so, jetzt ist aber mal gut hier. Aussteigen, Kontrolle, aussteigen. So. Mhm. Junge. Jetzt wird aber mal geballert, aber kein Beifall hier. Hier, was ist los? Hä? Ist er doch, oder nicht? Stopp das Auto. Mehr stoppen kannst du es nicht. Achso, musst du noch mal in deiner Matrix vielleicht für Anhalten auswählen? Ja, ist nicht, Matrix gar nicht. Ist nicht regelkonform so. Ist ja geil. Okay, ist aber auch geil, dass wir so gesetzestreu sind, dass wir ihn jetzt nicht ansprechen, ne? Entschuldigung, wir müssen noch mal einsteigen. Fahrzeug anhalten. Hatten wir vergessen, Entschuldigung. Die Sirene muss heulen, bevor das Auto steht. So. Das ist die Regel Nummer 1. Das ist die Regel Nummer 1. So, jetzt mal. Fahrzeug anhalten. Jetzt Wagen 1 für Leitstelle. Wir melden ein Fahrzeug, das vor uns flieht. Nehmen die Verfolgung jetzt auf. Jetzt startet die Verfolgungsjagd. So. Jetzt weiß er nämlich auch. Wir prüfen im System, ob uns dazu etwas vorliegt. Ja. Einen Moment, ich schicke es euch. Leitstelle für Wagen 1. Auf die flüchtige Fahrerin ist Haftbefehl. Töten. Passt auf euch auf. Sie könnte gefährlich sein. Die ist mega gefährlich. Ich finde das alles total sinnvoll. Jetzt weiß sie natürlich auch, ja klar, Polizei sozusagen. Wir wissen so, sie ist böse. Ramm rein jetzt. Jetzt können wir das alles durchziehen hier, die ganze Prozedur. Aha. Oh, okay, sie ist wirklich eine riskante Fahrerin. Ich schäme mich! Riskante Fahrerin. Ich schäme mich! Der ist ja alles egal. Die hat ja völlig den Bezug zur Welt verloren, zur Gesetzeswelt. Weißt du warum? Weil die gekifft hat. Die hat gekifft und Drogen genommen. Die hat das Auto getuned. Die, da ist nichts mehr. Und Alkohol und auch Rammt pervers ihr? Ist sie auch. Pervers. Mieses, perverses Schwein. So, ist das jetzt mal genug gewesen für dich? Die fährt immer noch weiter. Mann, ey, ich will, dass du die wegkickst. Okay, das müssen ja Drogen sein. Jetzt kick die doch mal! Hey! Spürst. Jetzt kick die doch mal! Du bist festgenommen! Du bist festgenommen, Freund! Festgenommen. So, jetzt pass mal auf, Junge. So, jetzt haben wir das. Ich stelle sie unter Arrest, weil sie sich der Polizei widersetzt haben und mit ihrem Fahrzeug geflohen sind. Aber so war das doch überhaupt nicht. Ich dachte, sie sind hinter jemand anderem her. Aha. Oh, sie ist die Hexe von Blair Witch. Oh, guck mal, sie ist wohlhabend. Das ist bestimmt so eine Anwältin, die gerne mal am Gasfuß nicht spart. Bleifuß. Bleifuß. Also denkst du, sie steht über dem Gesetz. Weil sie aber nicht. Nee. Die Polizei ist stärker als Anwälte. So. Die Polizei ist das Gesetz. Stärker als Anwälte. Stärker als Geld. Genau, auch stärker als Geld. Das nützt dir gar nichts, Madame. Jetzt fahren wir durch meine Hause. Wie heißt dein Gott? Dollar. Nix. Oh Mann, ich hoffe nicht, dass es solche Menschen gibt wie mich im Polizeidienst. Egal. Ja, ey, wenn ich Schützenkönig wäre, ja? Wärst du meine Schützenkönigin? Ja? Ja. Ich bin aber kein Schützenkönig. Okay. Aber wenn. Das beruhigt mich. Ich weiß nicht, ob ich deine Schützenkönigin sein möchte. Doch, auf jeden Fall. Du wärst meine Schützenkönigin. Wenn okay, wie lange ist denn das jetzt noch hier? Ich bin doch schon hier mitten im Himalaya unterwegs. Wenn ihr ein Schützenfest austragt, schreibt mal in die Kommentare, ob wir mal schießen dürfen bei euch. Ich würde gerne bei euch Schützenkönig werden, damit er meine Schützenkönigin ist. Gibt es eigentlich ein Schützenfest, wo man nicht gezielt schießt, sondern mit Salven quasi? Mit Salven? Mit Salven. Ja. Also quasi nur durch so eine Gangsterbewegung. Und wer dann die meisten Ziele getroffen hat, verstehst du? Das wäre geil. Das wäre Hammer. Und jeder macht dann geil. Von der Oma bis zum Kleinkind, alle stellen sich hin und machen einmal so eine Maschinengewehr, so eine geile Drehung. Und wer am besten gestreut hat, ist
Ist Schützenkönig. Vor allem beim Schützenfest sind ja auch immer diese harten, langen Holzprojektile, ne? Mhm. Die müsstest du dann auch so MP-mäßig erstmal verarbeiten. Exakt. Aber das ist alles super. Für alle Leute, die nicht aus Norddeutschland kommen, google mal Schützenfeste. Geht ab. Der Salvenkönig. Der Salvenkönig Reinkor mit seiner Königin Krogmann. Heute wird wieder zum Tanz geladen. Aber diese Gewaltfantasien, da merkst du, das ist jetzt wirklich berufsgetreu. Ja. Weil wir so lange auf der Autobahn unterwegs sind, fangen wir an, halt seltsam zu werden sozusagen. Nein, und uns darauf zu freuen, dass mal ein Überfall passiert. Aua! Ey, der ist nicht losgefahren bei Grün. Deswegen bin ich mitten reingerast. Dann kontrollier den. Okay. So. Dann schauen wir doch mal. Du musst, glaube ich, erst Matrix anmachen, schätze ich. Okay, warte. Ja, so. Matrix. Warte. Der fährt immer noch nicht. Kontrollier den. Fahrzeug anhalten. Achso, der kann ich gar nicht. Geht nicht. Achso, das Auto ist voll. Du kannst keiner mitnehmen. Achso, weil das Auto voll ist. Okay. Du kannst keiner mitnehmen. Selbst wenn er ein Schwerverbrecher wäre, hättest du keinen Platz und er müsste warten. Ein Schwerverbrecher ist er, ne? Er hat nicht. Er ist ein Schwerverbrecher. Man muss immer Reifen brennen lassen, wenn es grün wird. Du solltest ihn schon bestrafen. Sie werden beschuldigt, ein schweres Verkehrsdelikt begangen zu haben. Deshalb muss ich Sie bestrafen dafür. Deshalb muss ich Sie bestrafen. Dafür. Grammatikalisch 1A auf Motor, muss man sagen. Die reden so wie ich. Ja. Das ist so im Synchronstudio so scheiße, da fehlt noch ein Wort, das passt doch nicht auf seine Lippen drauf. Dafür. Gemacht. Es kam eine Meldung wegen freilaufender Tiere auf der Autobahn rein. Links. Verstanden. Wir fahren hin und schauen uns das an. Blaulicht. Tiere auf der Autobahn. Blaulicht, direkt ran. Ja, ich such. Blaulicht. Und Sirene, komm. Mhm. Mach direkt alles an. Ja, Mann. Die Tiere, die warten nicht. Ich komme ja auch vom Land. Wenn bei uns eine Kuh auf der Straße stehen würde, sage ich, dann würde ein Fest feiern. Mhm. Die brauchen immer Anlässlichkeiten zum Saufen. Die würden dann da auch die Straße sperren, weil es fährt ja eh keiner lang. Direkt auf der Straße, an der toten Kuh, das Grillfest starten. Es würde eine halbe Stunde in Quakenbrück. Kommen vorbei, bringen Salat mit und sagen, komm ist hier. Wirklich wahr. Und die zerfetzte Kuh wird quasi brüderlich aufgeteilt zwischen den drei Einwohnern, die es gibt. Die wird so wird sein und es wird direkt eine Band spielen. Eine halbe Stunde später ist alles aufgebaut. Band. Mhm. Ja, stimmt. Die Band ist dann, also sind auch die drei Einwohner, die natürlich eine Band haben, eine Metal-Band. Also, die heißen dann Beef Corps. Ja, Beef Corps, genau. Beef Corps. Nee, fände ich super, ey. Machen so Marching Metal. Weißt du, was noch gute Musik war für die Menschlichkeit? So Truckstop und Tom Astor. Das war noch echte Musik. Mhm. Weißt du, wo du auf der Straße bist? Tom Astor, wer ist das? Tom Astor. Klingt gut. Tom Astor, jetzt Bild von Tom Astor bitte. Hier, der ist da präsentiert auf meiner Kante. Kleiner Tom Astor für dich. Mhm. Er hat Lieder wie Geistertruck. Fährt einsam durch die Nacht. Geistertruck. Fährt einsam durch die Nacht. Das ist ganz geil, oder? Das fetzt. So weiß ich, danke schön. Schaut doch mal. Ey, der hat mich gerammt. Ich hätte genauere Informationen für euch. Laut Melder macht eine Kuhherde die Straße unsicher. Das scheinen nicht gerade wenige Kühe zu sein. Alter, das sind organisierte Viecher, ich sag's dir. Die Kühe haben sich abgesprochen. Weißt du was? Wenn die alle zusammen auf die Straßen bauen, das ist doch kein Zufall. Das heißt doch im Grunde, die haben gesagt, so genug gemolken geworden. Jetzt reicht's. Wir Heute brechen alle aus. Jetzt melken wir euch mal. Sie schon wieder. Sie stimmen. Mechthild Brinker. Ja, wenn sie so. Also, die würde ich auch rammen jetzt. Da verstehe ich ihn komplett. So. Die fährt an seinem Gehege vorbei, hupt übelst. Das ist doch. Jetzt fahr mir doch nicht in den Kofferraum. Ja, komm. Margot. Doch. Stell dich direkt dahin und... MB hat sie am Nordstadt. Was ist das? Was wird das Margot? Denn? Kannst du nicht fahren oder was? Mensch, pass doch auf, das ist gefährlich. Nur Margot so eine Brücki. Olle, die für die Autobahn viel zu langsam fährt. Hey, ich wollte noch sagen, da... Alter! Weißt du, wer schuld ist? Der Mann. Der Mann ist schuld, die Kuh. Alle sind schuld. Die Kuh nicht. Die Kuh kann er nicht. Kuh kann nichts für, ne? Die kann er nichts für. Es kommt doch an, den ich gleich übermangeln darf. Der ist schuld. Ja, die Kuh kann dafür nichts. Die kann nichts dafür. Sie hat gehupt, daraufhin sind die rausgekommen. Die waren dann erst wütend. Dachten, das ist die Essensglocke. Und dann sind sie auf die Straße gelaufen. Was soll man noch. Sind Sie Law and Order? Ja. Sind Sie Law and Order? Wahnsinnig schlau, dieser Mann. So, jetzt schauen wir hier mal, was sie. Wie weit seid ihr entfernt? Sind
Hä? Ja, achso, jetzt sind wir da, okay. Dachte, ich kann da direkt reinrauschen. Wir sind da. An die Arbeit. Halt's Maul. Sagst du so leicht? Sprich mit allen Beteiligten. Warum? Erstmal reden die ganze Chose wieder hier. Erstmal reden. Also wir haben ja genau gesehen, was passiert ist. Die arme Kuh kann nichts dafür. Und der Mann... Sie ist richtig böse. Ja. Und der Mann ist ultra böse, aber ist ja auch hoffentlich schon tot. Er ist zu Recht gestorben. Der ist schon... Na, okay. Weiß nicht, vielleicht ist er auch... Ist der noch hier irgendwo? Ist nur die Frau, ne? Weil da hinten steht auf jeden Fall eine Dame. Mhm. Nee, da stehen ja zwei. Kann man die auch befragen? Stehen die hier so zufällig? Wir haben alles gesehen, ja. Guten Tag, Herr Weiß, richtig? Können Sie mir sagen, was genau passiert ist? Vincent Weiß? Und ob ich das kann? Guter Tag, helf und wegen. Ja. Ich hab's eilig, bin auf dem Weg zu einem wichtigen Meeting. Und dann steht plötzlich dieses Viech vor mir. Hier. Nachhaken. Als aufmerksamer Fahrer wären Ihnen die Tiere bestimmt nicht entgangen. Dieses Schwein. Wir konnten sie schließlich schon von Weitem sehen. Mhm. Ich denke, Sie haben während der Fahrt telefoniert. Das hat Sie abgelenkt, weshalb Sie die Kuh auf der Straße nicht sofort bemerkt haben. Im Hintergrund auch nicken. Das sind doch nur Spekulationen. Sie wissen überhaupt nichts. Boah. Das ist Ihr letztes Wort? Ist es. Ich sage dazu nichts mehr. Die Sache gefällt mir nicht. Vielleicht haben wir mir nicht eine Spritze geben, eine Wahrheitsspritze? Ja, der kommt auch bei uns in den Kerker zu den anderen beiden. So, was gibt's? Haben Sie gesehen, wie sich der Unfall ereignet hat? Ach, nein, leider nicht. Ich hab's nur krachen gehört, kurz nachdem mich der Typ überholt hat. Und dann waren da auf einmal überall Kühe um mich herum. Wir werden den genauen Ablauf ermitteln. Keine Sorge. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. So, sichere den Unfall, erstelle Unfallfotos. Du musst noch 4 Fotos machen, Micha. Das ist ganz wichtig. Ja, wir sollten den Typen einfach zu den Kühen und die können ihn zermalmen unter ihnen. Oh, wäre das eine schöne Bestrafung. Eine richtige Gangprügelei und die Kühe können sich richtig an ihm ausleben. Das ist auch gut für die Fleischproduktion. Milchsaktion. Genau. Angry Milk. Schön. Die Milch kannst du dann verkaufen. Wir brauchen ja auch Bewegung. Aggressive Milk. Genau. So, was muss ich fotografieren? Ja, hier mit das X. Fotografieren. Muss X drücken für dein Fotoapparello. Nee. Wahrscheinlich muss das hier in das Viereck reinpassen. Ranzoomen. Ranzoomen. Da, ja. Da war es kurz grün. Aha. Guter Gag, gefällt mir, danke. Ja. Nummer 3 ist richtig Detektivarbeit. Liegt da auch ein Handy? Lag da auch ein Handy? Lag da noch was? Hier, die Stange. Die Stange ist es. Ja, ja. Ah, yes, yes. Oh, yes. Passt schon. Perfekter Fotograf. So, jetzt alle Fotos gemacht. Ja, jetzt. Kannst den Unfall in einer Skizze rekonstruieren. Öffne mit Y. Y. Ja, ja, easy, machen wir jetzt. Rekonstruier den. Aber ich habe noch nicht sichere den Unfall gemacht. Ja, konstruier erst die Skizze. Komm. Also. Okay, ich verstehe gehört nichts, Chef. Ja, Auto. Ja. Es muss doch abgelegt werden Reifen können. Reifen ablegen, wir müssen doch irgendwas machen. Es muss doch abgelegt werden. Was willst du für ein Polizist? Was denn das für eine Scheiße, Mann? Ich werde richtig aggressiv, ey. Die Waffe runter, komm hin. Und dann kriegst du die rüber. So, das ist Polizeiarbeit. Ja. Nicht das hier, was ist denn das hier? Soll ich hier irgendwas aufmachen? Drehen, drück mal alle Teile, die das da gibt. Kindergarten hier. So. Dreh mal. Drück alle Tasten, die du hast. Ja, hab ich. Anteile da rechts nehmen mit der Liste. 2, 2. Nee. Bisschen tiefer? Doch. Ach doch, die Dinger da drunter. Ja. Sehr geil, danke. Azubi Felix Farkas hat gerade angerufen. Wusste ich schon auch. Von der Dienststelle. Das war natürlich alles. Aber noch so ein Sprung. Spannender. Du bist festgenommen. Und Felix wird verhaftet. Nimm den jetzt. Und pack den nach rechts. Aber da, guck, ja, da ist gut. Hat Punkt. Ah. Und den anderen nimmst du auch. Das da? Und packst du oben hin, oben zum Auto. Da. Perfekt. So. Alter, das macht so richtig Spaß. Das ist richtig geiles Gameplay. Das ist Polizeiarbeit, Mann. Weiter nach links, probier alles aus und dreh nicht ganz so hart ein. Du siehst es doch auf der Skizze unten. Ja, ich sehe das schon. Du bist zu hart eingedreht. Immer noch. Ja. Ja, perfekt. Das war es echt, du hast recht. Hätte ich gedacht, dass es so genau nimmt. Ja, es ist Polizeiarbeit. Dass das Spiel auch so ein kleiner Klugscheißer ist. Es ist Polizeiarbeit, Michael. Ist na gut, das ist Polizeiarbeit. Jetzt raus. Vielleicht wäre ich doch was anderes. Und? Cowboy oder so. So, Leute. Ihr wisst es. Ihr seid alle schuldig. Nee, aber nur er. Ich möchte es nochmal hören. Nur er. Mit dem Partner erst. Die Tiere gehören einer gewissen Janina Neudorf. Die Wache hat sie kontaktiert. Sie dürfte jeden Moment hier eintreffen. In Ordnung.
Was machen wir so lange mit den Kühen? Die schicken wir jetzt dorthin, wo sie hergekommen sind. Unser Kollege, den mag ich nicht. Musst du richtig die Kühe wegnehmen? Der ist richtig unangenehm. Willst du mir etwa den ganzen Spaß alleine lassen? Ich muss 6 Kühe zurück. Treibe die Kühe zurück. 6 Kühe müssen zurückgetrieben werden. Müssen wir sie dafür anfassen? Oder? Ja, doch, wir müssen sie anfassen. Guck mal. Tätschel, tätschel. Ich war ganz aufgeregt gerade. Die ist ein bisschen störrisch. Und das ist die Anarcho-Kuh hier. Ja, aber auch die Kuh. Kusch. Für mich gilt das nicht, was du mir sagst. Doch. Kusch. Welches Kusch magst du am liebsten? Das OG-Kusch? Oder. Hä? Welches Kusch magst du? Vienna Haze-Kusch. Oder. Du bist doch Polizist. Du musst doch wissen, welches Kusch dir gefällt. Ich weiß nicht, was du denn ist. Gut. Sei ein braves Mädchen. Beweg dich! Also. So, alle aufs Grün, ne? Dann haben wir es geschafft. Hast du noch 1:06 Zeit? Loswerden? So, letzte Kür, ja. Ja, hopp. Jawollo! Idyllisch wieder. Alles idyllisch. Janina wird sich freuen. Janina Neuendorf, die Kühe sind zurück. Mhm. Dank der fulminanten Arbeit des Michael Reinkes. Er ist ein guter Polizist. Und er weiß das. Das ist ja das. Mhm. Frau Neudorf, auf Sie haben wir gewartet. Können Sie uns erklären, weshalb Ihre Kühe über die Autobahn spazieren? Ja, richtig. Da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Es ist mir ein Rätsel, wie die Kühe entkommen sind. Denken Sie ein wenig darüber nach und kommen Sie dann in den nächsten Tagen zur Wache. Ja, dann hau ab. Dann verlasse das Einsatzgebiet. Kann ich sagen, was passiert, wenn ich jetzt einfach losfahre? Ja, hau ab jetzt. Was ist ja denn hier so mega der krasse Massenunfall, weil alle über diese Kuhstadt fahren? Scheiß drauf. Abhauen jetzt. Gar keinen Bock mehr. Ich wünsche mir so sehr, dass wir noch einen schönen Überfall schlichten, Micha. Mit schlichten meine ich Rampage. Mit schlichten meine ich vernichten, ja. Ja, genau. Oh, jetzt geht's damit. Was zum Ballern kommt. Hier, kleiner Unfall. Überfälle. Yes, wir dürfen. Nee, ist gesperrt. Warum? Schwierige 1, warum? Geh mal ans andere Tableau. Genau. Das ist da was Geiles. Gefahrene Tiere haben wir. Was gibt's noch? Gesperrt. Was? Mhm. Nur Gefahr durch Tiere? Es geht jetzt nur kleiner Unfall. Und das geht? Oh Mann, Straßen aufräumen. Der, ey. Dann lass uns Donuts futtern. Da bin ich enttäuscht, Micha. Gegenüber, ab zu Ace. So, Junge. Der Tankwart muss drunter leiden. Komm, der kriegt jetzt meinen ganzen Frust ab. Wie ist die Tankstelle? ASAP, ne? ASAP. Nicht, So, der Zapfhahn, der tropft doch. Komm, es gibt Ärger. Okay. So. So. So, Jürgen. Bring uns Futter, wir sind sauer. Hi, darf es ein Kaffee und ein Donut sein? Ja. Donut kaufen. Ein Donut, bitte. Kommt sofort. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Er ist einfach zu nett, ne? Okay, wir erschießen ihn nicht, aber wir beenden unsere berufliche Karriere. Ohne Witz. Also, ganz ehrlich. So, mach groß den Eumel. Mach die großen. Größer, größer. Autoritärer. So. Schön, jetzt komm ran. Komm ins Bild. So. Micha, wie war dein erster Tag? Ja, richtig mies. Es war ein Scheißtag, oder? Ja, ich habe mir viel versprochen davon. Extra Hauptschule durchgemacht, den Scheiß erleben zu dürfen. War ein Scheißtag, war ein Scheiß-Let's Play. Lasst euren Frust jetzt mal so richtig aus in den Kommentaren. Wie scheiße das war. Mhm. Wann sollen wir wiederkommen? Wiederkommen? Ich will nämlich mit dir auf die Weed Station. Auf die Weed Station? Ja, wir spielen vielleicht noch andere Simulatoren. Mal schauen, was ist denn dein Traumberuf eigentlich? Mein Traumberuf ist Dealer. Dealer? Gibt es Drogendealer-Simulator? Ja, vielleicht? Natürlich. Vielleicht ist das mehr so unseres. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, okay. Selbstverständlich. Schwierig genug ist deine Ausschreibung. Ja, cool. Machen wir, ne? Ey, mehr haben wir nicht zu sagen. War irgendwo unvorbereitet und du bist schlecht am Zocken gewesen. Ist ganz geil. Aha. Ich auch. Tschüss. Micha Bruns. Micha Bruns.